Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind bei Dick-Tuck auf dem Atari 5200. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Bis hierhin bin ich zufrieden. So, damit kann ich ballern. Ist jetzt nicht die hübscheste Version, aber läuft flüssig. So, dann können wir mal hier Leute mal... Erwischt. So. So, willst du nicht flüchten? Wollte ich doch sagen. Kenne ich doch. Aber kriege ich... Kannst du flüchten? Der kann flüchten. So ein Kack. So. Also man kann die eliminieren, indem man die einfach aufpumpt. Uah. Hau ab. Man kann die aber auch töten mit den Steinen. Und das Letzte versucht immer zu flüchten. Die sind aber hier wesentlich aggressiver, ey. Die sind echt... Also, da ist die Arcade-Version und ich glaube, der High Red Hook im Lord kann das bestätigen. Wir haben die ja tatsächlich nochmal am Automaten auch mal... in Essen da mal gedaddelt. Das ist ja aber wesentlich aggressiver. Ist eine geile Version. Gefällt mir, definitiv. Das ist schon mal richtig wieder eine coole Version. Deswegen also, wenn immer auch wieder Leute sagen, Atari 5200, eine Scheißkonsole, ein Drecksmaschinchen. Es ist nicht wirklich schlau konzipiert gewesen, das Ding. Aber ein paar Portierungen waren definitiv um Längen besser, als sie damals auf dem Atari 2600 waren. Und das sollte ja eigentlich auch so da sein. So, du willst wieder flüchten? Tja, dann wollen wir mal gucken, ob ich dich flüchten lasse, ne? So, komm doch mal her. Hehehehe. Renn in deine Verdammnis. So. So, erstmal hier aufräumen. Aber finde ich schön. Spielt sich auch ganz gut, spielt sich von der Geschwindigkeit super. Hier die Pukas und Dingenskirchen oder wie sie da heißen, die sehen ein bisschen anders aus. Aber... Hahaha, das hast auch nur du gedacht. Ich bin der schnellste Schütze unter der Erde. Weiß ich nicht. Hab mich qualifiziert bei Battlefield 1 in Grabenkämpfen oder so, keine Ahnung. So, komm nun mal. Ah, ist ja doof. Den Falschen getroffen. Du kennst doch Screw Attack. Respekt. Das ist ja echt düsterste Nostalgie. Komm, das machen wir nochmal. Das ist eine richtig gute Version. Also die ist härter. Also die finde ich definitiv schwerer. Aber man kann mit... Es gibt einen Dating-Simulator mit für Namco-Charaktere. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Das ist mein nächstes Weihnachtsgeschenk, aber gesichert. Ja, du haust bestimmt ab. Da bin ich leider zu spät. Na, ja, ich würde das auch mit Pac-Man selbst machen und mit Pac-Man Junior. Hallo, also da bin ich ein Mann von 2020. Also. So, komm doch mal her. Kriegst du aufs Maul. So. Ja, da läuft er direkt in die Falle. So muss das sein. So. Komm her. Keine Chance.
So, und du bist auch weg. So, gehst du jetzt? Du gehst doch wahrscheinlich auch direkt auf Angriff, ne? Klar, die letzte Figur will ja immer weg. Tja. Guck mal, wer hier schon wartet. Dein Schicksal. So, zack. Nein, aber ich kann es noch mal kurz wiederholen. Ich erzähle es immer wieder gerne. Richtig gute Version. Geht völlig in Ordnung. Macht Spaß. So. So. Kletterst du dann auch wieder raus? Na ja, gut. Okay, ist dann so. Dann bist du auch weg. Richtig, genau. Ich weiß ja, wo du landest. Zup. Und weg mit dir. Aber ihr wisst das doch alle. Da ist doch irgendwie Pukas und irgendwas. Viecher haben da auch so tolle Namen. Na, komm. So, auch weg mit dir. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ja, ich wusste es. Da war ich nicht schnell genug. Aber jetzt bin ich schnell genug. Bin ich schon jetzt, jetzt bin ich doch, glaube ich, schon weiter als beim letzten Mal, ne? Hui. Ja, das kann man auch machen. Man kann sie auch selber killen, wenn man eine hohle Birne ist. Gibt es ein Freileben? Gut. Gutes Spiel. Und ich verliere es auch sofort wieder. Ja. Pro-Gamer halt. Ne? Ah, das war jedenfalls vernünftig reagiert. Das war, glaube ich, nicht so pfiffig, das wusste ich. Jo, das war Dick Duck. Das ist eine richtig, richtig gute Version. Also, hier hat der Atari 5200 mal tatsächlich alles richtig gemacht. Man mag es gar nicht glauben. Richtig, richtig gut. Kommen wir zum nächsten Ding.